Der einfallsreiche Ivan. Eine Prinzessin beschloss, nur den Mann zu heiraten, der ihr drei Rätsel stellt, die sie nicht lösen kann. Viele Könige und Fürsten versuchten es, aber umsonst. Schließlich kam auch Ivan, der Bauernjunge, um sein Glück zu versuchen. Er sagte: Ich sah eine gute Sache, in der eine andere gute Sache steckte. Ich packte sie und vertrieb sie aus der guten Sache, um etwas Gutes zu tun. Die Prinzessin wusste keine Antwort darauf, also klagte sie über Kopfschmerzen, um die Antwort zu verschieben. Aber sie brachte es zustande, dass Ivan ihrer Dienerin die Antwort verriet. Am nächsten Tag gab sie dem jungen Mann die Antwort. Ein Pferd weidete auf einem Weizenfeld und ich habe ihn weggejagt. Am nächsten Tag stellte Ivan ihr das zweite Rätsel. Auf der Straße sah ich eine schlechte Sache. Ich nahm etwas Schlechtes und schlug damit die erste schlechte Sache ab. So wurde eine schlechte Sache durch etwas Schlechtes vernichtet. Die Prinzessin brachte es wieder zustande, dass Ivan ihren Dienstmädchen die Antwort verriet. Am nächsten Tag sagte sie zu ihm: Das ist die Antwort. Ich sah eine Schlange und tötete sie mit einem Stock. Ivan stellte das dritte Rätsel. Woher wussten sie die Antwort auf die ersten beiden? Die Prinzessin wollte sich nicht verraten, also sagte sie, ihr falle keine Antwort ein. So konnte der einfallsreiche Ivan die Prinzessin heiraten.